Welches Level haben wir überhaupt schon? Wow, 13, das ist hoch. Für den momentanen Spielverlauf. Zack, perfekt. Jetzt können wir hier Abkürzungen schaffen. Die Abkürzung ist very, very wichtig. Und ich laufe gerade, merke ich, an der Dingenskirchen vorbei, an der, wie heißt sie jetzt, Beschwörung. Denn ich brauche die Beschwörung eigentlich, aber egal. So, jetzt können wir auch den Weg da nehmen. Hier hoch, hier hoch. So, zack, zack und rüber. Wehe, ich werde angegriffen, wehe, ich werde angegriffen, wehe, ich werde angegriffen, wehe, ich werde angegriffen, wehe, 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 wehe. Wenn überrascht, nein. Wow, machen die Fahrten viel Schaden. Stahl, machen wir Ragnarok so. Flammenwand und lassen, sehen wir vielleicht mal Ragnarok. Lass mal. Zack, zack, zack. Flammenwand. Und Ragnarok! Bam! Riesenschwert mitten durch die Rippen. Geil. Okay. Ich glaube, wir nähern uns dem Ende dieses Dungeons. Ich bin mir aber nicht ich bin mir jetzt echt nicht mehr sicher. aber ich glaube. Felix, geh auf den blöden Nagel drauf. So, runter. Hoch. Drüber. Balanceakt. Balanceakt. So, rein hier. Oh Gott, fetter Dungeon hier. Ein weiterer Grund, warum ich diesen Dungeon nicht mag. Er ist so riesig und so verwirrend. Und ich habe immer noch keine Peile, wo zum Henker ich zur Beschwörung komme. Meine Herren, warum nur? Wieso? Plasma. Flammenwand. Zack, zack und Erdbeben. Und tschüss. Gut, will ich wieder angegriffen, bevor ich hier unten bin. Okay. Überlegen. I have to concentrate me on my adventure. Ah, okay. Erstmal hier die Abkürzung schaffen. Dann muss ich, glaube ich, eine Mumie töten. Angriff. Angriff. Steinjustiz! Und tschüss. Und dann muss... Ah, genau, ich weiß wieder was. Dann muss ich... So, Level mit aktivieren und... Bam! Dich rüberschießen. Damit ich da rüber kann. Weil das gut ist. Dann kann ich die Abkürzung wählen. Obwohl, nee, komm. Ich nehme den normalen Weg. Germany! Zack! Traumflut! Und Angriff. Ach, stand jetzt, wäre so geil gewesen, Felix. Warum hast du es nicht getan? Ach, Felix. Jetzt können wir zur Truhe. Truhe, ich bin truhengeil. Komm her! Schieß mich weg. Ach, mein Arsch. Und? Alles für satanistisches Zahl an Münzen. Geil. Ist hier irgendwas links? Nee, oder? Ich hab keine Ahnung. Ehrlich. Ich hab echt keine Ahnung. Lass mal. Zack, zack, zack. Flammenwand. Tschüss und Steinjustiz. Und tschüss. Oh Mann. Wirklich mein. Ich nenne es mal Hass-Dungeon in diesem Spiel. Oh, ey, das ist so verwirrend. Ich will nicht mehr. Zwei Wege zur Auswahl. Und eine führt zur Truhe. Yeah. Wir bekommen ein Fläschchen. Und da muss ich, glaube ich, ja, die muss ich die Statue rüberschieben, sonst kommen wir nicht durch. Also habe ich den richtigen Weg genommen. Ich bin ein kluges, kluges Kerlchen. Ah, ich bin so froh, wenn ich den Bohrerfelsen endlich hinter mir habe. Ich bin so froh. Weil die anderen Felsen, die sind echt extremst geil. Aber nur der Bohrerfelsen ist so... Er ist so langweilig. So, was kann ich hier runter? Mich hier rüber schießen. Moment mal, ist da unten was? Nee. Schieß mich. Schieß mich! Wiii! Jetzt gehen wir hier hoch. Und tatsächlich. Wir sind jetzt
am Ende des Dungeons. Scheiße. Okay. Nicht gut. Obwohl doch, eigentlich schon. Aber egal. Ja, jetzt können wir hier noch rein. Und hier drin erwartet uns etwas Cooles. Erstmal verschwindet der Weg hinter uns. Nein. Nein, nein, nein. Und eine Steintafel. Felix untersucht die Tafel, verwirrt, dass die Schriftzeichen sind darauf zu erkennen. Führer der Macht hat zu finden, das lege deine Hände auf den Stein. Wir gewähren dir die Kraft, die Wahrheit ungetrübt zu sehen. Glaubt ihr, ich sollte sie berühren? Jo, Mann, mach mal. Los, Cosma. Cosma berührt die Tafel. Cosma entwickelt sich zu. Cosma 2.0. Cosma lernt den Enthüller. Sollten Sie schauen, ist links oder rechts der richtige Weg? Ich glaube links. Oder? Was rechts? Ich weiß nicht. Hopp, 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 hopp. Ah, hier ist der richtige Weg. Scheiße. Enthüller. Oder hier ist der richtige Weg. Oder was hier der Weg zu seiner Truhe? Ah nein, jetzt war der Weg zur Truhe. Supi. Und hier drin ist ein Psychkristall. Awesome. Und hoch und hoch und hoch und Enthüller. Kennen wir ja schon aus Gonsan 1, da konnte es Ivan durch Hammer lernen, aber hier müssen wir extra diesen blöden Felsen aufsuchen, weil wir nicht die Chance hatten, Hammer zu treffen. Verdammte, verdammte, verdammtes Unglück. Naja. Wir sind halt die Bösen und so, ne? Ich meine, Isaac und so jagen uns, aber hey, wir sind die Bösen. Doch auch cool. Sonst können wir ja eigentlich raus aus diesem Dungeon. Ich könnte da nicht Rückzug benutzen. Allerdings will ich hier noch nicht raus, da mir noch die Beschwörung fehlt. Und irgendwie ist es immer das Letzte, was ich hier einsammle, diesen blöden Dungeon. Weil er so unübersichtlich ist. Lass mal. Bam, bam. Flammenwand. Bam, bam. Und tschüss. So viel Geld, so viel Erfahrung. Oh, schön. So, ich trinke mal was, während ich hier klettere. So. Ist hier unten irgendwas? Nö. Schieß mich rüber, Scotty. Hui. Blöpp. So, dann gehe ich hier hoch. Jo. Dann gehe ich nochmal den ganzen Weg zurück. Hey. Aber zum Glück haben wir jetzt so viele Abkürzungen geschafft, dass es nicht lange dauert. Lala. Und ich werde nicht angegriffen, das ist super. Und nur weil ich das gesagt habe, werde ich jetzt angegriffen. Wetten? Oder auch nicht. Cool. So, und ich glaube, ich weiß, wo die Beschwörung war und ich werde jetzt nicht angegriffen. Immer wenn ich was sagen will, werde ich angegriffen. Warum? Warum? Warum, Spiel? Warum? Was habe ich dir angetan? Lammelwand. Tschüss. Tschüss. Ach, hoch hier. Ich will einfach nur hier eigentlich raus und die Beschwörung schnell holen und dann raus hier. Forever, forever. Hier gehen wir nie wieder hin. Nie wieder! Weil ich hasse diesen Dungeon. Er ist so. Also man kann sagen, ich habe jetzt den Dungeon eigentlich schon recht schnell geschafft, in knapp 3 Parts. Hätte mit 4 gerechnet. Obwohl, naja, wenn wir jetzt den Vorraum von dem Bohrerfels nehmen, also diese kleine Wüste, dann sind es schon 4 Parts. Aber. Hier rüber. Müssen wir denn. Ja. Leck mich. Hahn flüchten. Blöpp. So, und raus hier. Gut. Ich glaube, es war hier rechts. War es hier vielleicht? Ich bin mir nicht sicher, aber ich hoffe es einfach mal. Jo, jo, jo. Jo, war es hier? Was? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Nein. Schade. Emu. Kerbenhieb, zack, boom! Traumflut, wuscha! Bam! Tschüss, Mann! Und runter, hier rüber, zack, zack! Dann gehen wir mal hier rein. Und merken, hier sind wir richtig! Yay! Endlich! Nach so. Komm ich hier ran? Natürlich komme ich hier nicht ran. Wäre auch zu schön gewesen, weil wir müssen jetzt diesen Felsen nach da unten befördern. Damit wir zur Beschwörung kommen, die wir hier sehen können. Da können wir endlich einen Abflug machen. Hurra, Leute, hurra. Ihr wisst nicht, wie ich mich gerade freue. Aua, mein Arsch.
Weil ich hasse diesen Dungeon einfach. Er ist so nervig. Ich werde jetzt kommen jetzt x Kommentare von Golden Sun sagen wie: Ach, der Bohrerfels ist doch voll cool, Alter. Was hast du gegen den? Oder sowas. So, jetzt können wir hier zum Stein, da hier die Statue aktivieren. Ach komm! Ach komm! Ey, das ist doch nicht mehr normal. Traumflut. Whee. Tschüss und bam. So, komm her. Komm her. Schieß mich. Bums. Danke. Und weg mit dem Felsen da unten. Ja. Ja. Falsche Psynergie. Wirbelwind. Und rüber. Blöpp. Zack. Vom Winde verweht. Hahaha. Ich glaube, so könnte ich eine Folge nennen. Vom Winde verweht. Hat doch was. Nee. Oder? Ach, wieso nicht? Mal schauen. So, jetzt können wir diesen Felsen hier unten rüberschieben. Jetzt können wir endlich zur Beschwörung. Ich glaube, es war Flora. Entweder es waren zwei Venus, einmal Jupiter oder zwei Jupiter, einmal Venus. Wenn es überhaupt Flora ist. Aramäisches Zeichen oder so auch immer. Und alles drückt sich in unser Kopf rein. Au! Felix kann nun Flora beschwören. Zwei Jupiter, einmal Venus. Okay. Gut, dann kommt das mal auf Standby und das auf Standby. So, und Felix, benutzt bitte Rückzug. Ja. Ein, meiner Meinung nach, wirklich sehr geiler Synergie-Move. So, hier können wir jetzt nochmal Rückzug benutzen. Jo. Da können wir jetzt ganz raus. Ja. So, jetzt will ich nur noch gegen ein Monster, schnell kämpfen. La, 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 da ist das nächste Ziel. Das ist da unten irgendwo ein schönes Dorf. Da haben wir es schon. Und hier kommen die Monster. Verteidigung, Verteidigung. Flora. Los. Eine Elfe. Blütentanz. Bam. Und jetzt kommen wir zu einem wirklich schönen Ort. Garo. Und ich muss sagen, das ist mit Abstand der beste Golden Sun Track, den es gibt. Es gibt meiner Meinung nach keinen besseren. Er ist so geil. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mich einmal eine Stunde lang im Spiel nur hier hingestellt, habe nichts gemacht, man sieht, es wird Nacht. Habe ich nur hier hingestellt und habe einfach mal der Musik gelauscht und wow. Und ja, Leute, ich würde sagen, ich werde hier einen Schnitt machen. An dieser, es wird immer noch dunkler und dunkler. Man hat gerade was gehört. Naja, wie dem auch sei. Leute, ich würde mal sagen, das war Golden Sun, die vergessene Epoche. Wir sind hier in Garo und hier wird unser Abenteuer weitergehen. Bis zum nächsten Mal und jetzt lausche dieser wunderschönen Melodie.